Hey Schatz, die Sonne scheint und die Vögel zwitschern. Komm, wir gehen ein bisschen raus. Wow! Oh, 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 oh. Was ist passiert? Wieso das? Aua! Ich kann jetzt nicht, ich arbeite an meiner Review. Ah, was habe ich falsch gemacht? Okay, okay, ich gehe ja schon. Schlecht. Mittel. Hallo ihr Wundervollen, ich habe mich fleißig durch alle Produkte aus dem letzten DM-Haul getestet und habe heute passend dazu meine Review für euch. Den DM-Haul, von dem ich spreche, verlinke ich euch einmal hier und einmal in der Infobox, dann könnt ihr euch den nochmal anschauen, falls ihr ihn noch nicht kennt. Und ich würde sagen, wir legen mal los, aber was ich eigentlich vorher noch sagen wollte, ich war heute beim Friseur, fällt euch ja vielleicht auf, ich bin um einiges heller geworden, ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr es findet. Aber ich hatte jetzt Lust, zum Sommer hin wieder heller zu werden, früher war ich nur so hell, permanent und dann zwischendurch jetzt dunkler und jetzt wieder heller. Lasst mir mal da, wie ihr es findet. Ich finde es ganz gut jetzt für die wärmere Jahreszeit. Und ich würde sagen, jetzt starten wir gleich mal. Und zwar erstmal mit der pflegenden Kosmetik. Und da habe ich einmal von Balea das Spray-On, die Body Lotion, die es jetzt gibt. Und ich habe das Gefühl, die kauft gerade jeder und hält jeder im DM-Haul in die Kamera, weil das halt so eine Neuheit ist. Und ich finde sie von der Anwendung her sehr gut. Also man sprüht sich wirklich damit ein und man muss es nicht unbedingt vercremen. Es ist schon besser, wenn man es nochmal ein bisschen vercremt, aber es muss nicht sein. Und ich stelle mir das sehr, sehr gut vor im Urlaub zum Beispiel, wenn man einfach nur schnell so alles drauf und fertig und man hat die Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Den Geruch finde ich okay. Es riecht sehr frisch und nach Aloe Vera. Es ist auch Aloe Vera drin. Das riecht man auch, finde ich. Und der Duft ist jetzt überhaupt nicht unbedingt mein Liebling, aber ich finde sie einfach praktisch, wenn man so im Urlaub ist, da kann auch nichts auslaufen. Das finde ich daran auch klasse. Ich würde sie mir jetzt für zu Hause nicht nochmal kaufen, aber für die nächste Reise. Das nächste mal ganz kurz, weil ich es eigentlich auch schon kannte und da kann man nicht viel falsch machen. Und zwar ein Duschgel, das One Ginger Morning Duschgel. Es sieht aus, als ob ich es noch gar nicht benutzt hätte, stimmt aber gar nicht, ich habe es schon benutzt. Ich mag halt einfach den Duft. Das ist so ein frischer Duft, eben nach Ingwer, aber eher nach einer süßen Ingwer-Limonade. Es ist fruchtig, frisch, aber auch nicht zu süß. Ich mag das total und passend dazu hatte ich ja das Peeling mitgenommen. Das Körperpeeling, auch die gleiche Duftrichtung, das finde ich okay. Ich würde es aber nicht unbedingt nachkaufen. Das ist wirklich ein sehr feines Peeling. Also wenn ihr feine Peelings mögt, seid ihr damit top bedient. Es ist überhaupt nicht aggressiv oder grob, aber ich stehe bei Peelings wirklich auf die groben Peelings. Und das ist mir fast zu wenig. Also das könnte ich jeden Tag eigentlich benutzen. Ja, ich werde es auf jeden Fall aufbrauchen. Es macht Spaß, es duftet gut, aber ich brauche schon eher diese wirklich harten Peelings. Dann machen wir mal weiter mit der dekorativen Kosmetik und da habe ich mir ja das Dream Touch Blush von Maybelline mitgenommen in der Farbe 02 und das finde ich großartig. Ich mag das total gerne, das ist eben so ein Pfirsich Peach-Ton, leichten Rosastich hat es und deswegen finde ich es so super schön vielseitig. Es ist nicht zu krass in eine Richtung von der Farbe her. Es lässt sich ganz, ganz schön auf den Wangen einarbeiten. Ich finde es halt toll für den Sommer. Da finde ich so Creme-Produkte einfach richtig, richtig schön. Auch Creme-Highlighter und sowas finde ich toll. Und das kann man dann einfach mit dem Finger richtig schön einarbeiten und es sieht einfach frisch aus und es ist jetzt auch nicht zu krass Farbe. Es gibt einen ganz leichten Schimmer ab. Ich finde es ideal und ich finde auch die 6-7 Euro, die das kostet, sind es wirklich wert. Also ich kenne sonst kein Creme-Blush aus der Drogerie, das ich so gut finde. Und es wird auch nicht fleckig oder sowas, da braucht ihr echt keine Angst haben. Von dem her finde ich, die Investition hat sich gelohnt. Eine Investition, die sich auch total gelohnt hat, ist von Max Factor hier dieser Lippenstift. Das ist die Farbe Burnt Caramel. Das ist eben so ein schöner rostroter, karamelliger Braunton, richtig, richtig schön betont die Lippen schön, aber es ist einfach nicht zu viel auf den Lippen und was ich an dem Lippenstift sehr liebe ist, dass er super cremig ist auf den Lippen, aber nicht ausläuft, sich nicht in die Lippenfältchen absetzt und auch sehr, sehr lange hält dafür. Also ich finde den einfach top und der kostet zwar 10 Euro, aber auch hier wieder die Investition hat sich gelohnt und wenn ihr vielleicht für jemanden mal ein besonderes Geschenk sucht, für eure Mama oder so, dann wäre vielleicht so ein Lippenstift das Richtige, weil man gönnt ihn sie vielleicht nicht so schnell selber, aber die Qualität überzeugt halt total. Kommen wir mal zu ein paar P2-Produkten. Da habe ich ja beim letzten Haul zugeschlagen, weil ja dieser Sortimentswechsel war. Und einmal habe ich aus der LE Just Dream Like LE dieses Fluid mitgenommen. Das ist ein Brightening Fluid. Das heißt, es hat Schimmerpartikel drin und ihr könnt das unter eure Foundation auftragen oder punktuell als Highlighter und somit mehr Glow in euer Gesicht bringen. Und ich liebe Glow und gerade im Sommer und ich liebe auch dieses Produkt. Ich habe mir das zweimal gekauft und ich bin froh, dass ich es mir zweimal gekauft habe, weil es sich super schön auftragen lässt unter der
Foundation und gerade Foundation, die eher so ein mattes Finish haben, bekommen dadurch viel, viel mehr Strahlkraft, finde ich richtig gut. Auch als dezenten Highlighter aufgetragen, finde ich es total schön, weil es eben ein Cremeprodukt ist und gerade bei wärmeren Temperaturen, das sieht toll aus, verschmilzt mit der Haut. Ich finde, es fühlt sich auch nicht zugekleistert und silikonig an. Also ich finde dieses Produkt sehr, sehr gut und falls ihr die LE noch seht, dann schlagt zu. Außerdem hatte ich mir ja einen Lippenstift mitgenommen und zwar Jackson Avenue. Das ist so ein Rot-Orange aus dieser ganz normalen P2 Color Pure Color Lipstick Reihe und den finde ich einfach gewohnt gut. Ich finde ihn nicht sehr gut, die Farbe ist halt sehr, sehr schön. Er ist cremig auf den Lippen, aber mit einem Lip Liner bleibt er trotzdem an Ort und Stelle und die Haltbarkeit ist halt so mittelmäßig. Natürlich, er trägt sich ab beim Essen, beim Trinken, ihr müsst ihn nachtragen. Aber ich finde ihn einfach so von der Farbe her sehr, sehr schön und deswegen freue ich mich, dass ich ihn mitgenommen habe. Eine Sache, die ich auch mitgenommen habe, war diese Eyeliner-Pen von P2 und zwar in diesem Pearl-Taupe-Ton, so heißt die Farbe, das ist eben so ein Grau. Ich finde die Farbe wunderschön, würde mir aber eine kräftigere Farbabgabe wünschen. Also ich habe das Gefühl, ich muss schon so ein paar Mal rübergehen, dass es wirklich so intensiv ist, wie ich es möchte. Die Spitze finde ich super, aber eben, ich hätte mir die Farbe noch einen Ticken satter gewünscht irgendwie. Genau, das ist es eigentlich. Ich finde sie nicht satt genug, aber ich trage ihn trotzdem gerne, weil das sehr, sehr schön aussieht. Einfach nur diesen Eyeliner, Wimperntuschen, das ist ein ganz toller Look und dann vielleicht rote Lippen dazu. Ich liebe es. Ich habe mir zwei von diesen P2 Vinyl Eyeshadows mitgenommen. Einmal dieser Glossy Terracotta und einmal Glossy Peach und ich finde die beide richtig gut. Glossy Terracotta ist meine Lieblingsfarbe. Das ist so ein roter Ton, habe euch auch schon öfter von dem erzählt. Und das andere ist eben so ein Peach-Ton, den finde ich einfach schön. Der ist sehr, sehr dezent. Er kommt wirklich sehr dezent auf meinen Augen raus, aber eben auch natürlich für den Alltag und beide halten halt bombenfest auf dem Augenlid. Da verrutscht nichts den ganzen Tag. Deswegen, ich liebe die und wenn euch da eine Farbe zusagt, dann nehmt sie unbedingt mit. Außerdem habe ich getestet von Essence das Make Me Brow Eyebrow, also das Augenbrauenserum von Essence, das neue. Und ich fand halt dieses Bürstchen so interessant, weil das sehr, sehr klein ist. Außerdem soll das Härchen enthalten und die Augenbrauen auffüllen. Also die Farbe finde ich gut für Blondinen. Das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich finde halt, es hält meine Augenbrauen nicht genug. Also es hält sie kaum, finde ich. Wenn ihr keine Probleme damit habt, dass ihr wirklich was Starkes braucht, dann ist das vielleicht was für euch. Und ich mag es wirklich, dass das so ein kleines Bürstchen ist. Man kann super präzise arbeiten, auch wenn man dünnere Augenbrauen hat. Es füllt minimal auf. Also ich finde die Härchen jetzt nicht so den Wow-Effekt. Aber ja, mir fehlt halt hier wirklich die Kraft, dass es die Augenbrauen an Ort und Stelle hält. Deswegen, ich werde es noch austesten hin und wieder oder beziehungsweise aufbrauchen. Aber es ist nicht mein Favorit. Ein neuer Concealer musste auch her und ich habe mir da mitgenommen von Astor den Concealer und zwar den Perfect Stay Concealer in der hellsten Farbe und das ist die 01 Ivory und das ist wirklich ein super, super heller Concealer. Also wenn ihr Probleme habt, einen hellen Concealer zu finden in der Drogerie, der hier ist es vielleicht, der ist so hell, dass er wirklich mir passt und bei mir auch schon sehr hell ist. Und das will was heißen. Ich finde ihn von der Deckkraft mittel. Ich hätte es mir mehr erhofft. Ich finde, beim ersten Auftrag denkt man, er deckt mehr. Aber sobald man es verblendet hat, ist es doch eher so schierer. Also ich finde die Deckkraft leicht bis mittel, muss ich sagen. Ich habe aber auch sehr starke Augenringe. Die Konsistenz finde ich toll. Die ist feuchtigkeitsspendend, die ist aber nicht zu cremig. Das ist eher so ein gelige Konsistenz, würde ich sagen. Also es spendet Feuchtigkeit, ist aber nicht cremig, verrutscht eigentlich kaum in die Augenfältchen, muss ich sagen. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber die Haltbarkeit finde ich auch wieder eher mittel. Also es hält nicht den ganzen Tag. Aber für einen Concealer um die 5 Euro finde ich ihn okay. Ob ich ihn nachkaufen würde, weiß ich nicht. Aber der reicht mir jetzt erstmal eine Zeit lang. Und ja, allein wegen der Farbe finde ich ihn halt klasse. Habt ihr Lust auf mehr DM-Haul-Reviews, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid, denn es kommt auch demnächst nochmal ein DM-Haul online. Und ich wünsche euch ansonsten einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!